Die Höhenlagen des Bergischen Landes im Bezirk der Gemeinde Kürten, die bis an 300 Meter heranreichen, sind nahezu überall landwirtschaftlich genutzt. Ausgedehnte Grünflächen auf den breiten Kuppen und Hängen haben den Wald auf die unzulänglicheren Talränder zurückgedrängt. Die zugehörigen Siedlungen liegen meist weit gestreut als kleine Hofschaften in geschützten Hochmulden. Lebensgrundlage, wie hier in Biesenbach, blieb bis heute eine ausgedehnte Viehhaltung, der meist auch der Feldbau zugeordnet ist. Von diesem bäuerlichen Betrieb, der mit 9 Kühen und ebenso viel Rindern einen stattlichen Viehstall besitzt, werden 19 Morgen Grünland und 4 Morgen Feld bewirtschaftet. Das Ackergrundstück liegt am flachen Hang in unmittelbarer Hofnähe. Auf der 1 Hektar großen Fläche, die in Längsrichtung dreifach unterteilt ist, werden in jährlicher Fruchtfolge Kartoffeln, Futterrüben und Hafer oder Gerste angebaut. Abgesehen von den Kartoffeln sind die Erträge ausschließlich für den Viehstall bestimmt. Der geringe Anteil an Acker mag hier mit der ehemals handwerklichen Orientierung zusammenhängen. Bis die Werkstatt vor einem Jahrzehnt schloss, wurde auf dem Hof an die 100 Jahre lang eine Stellmacherei betrieben. Die Ackerkarre gehört zu den bis heute bewahrten Zeugnissen einstiger handwerklicher Fertigkeit. Der Bauer, der hier beim Kartoffelauflesen mit zugreift, hat den Beruf noch erlernt. Seine Kenntnisse, die heute nicht mehr gefragt sind, kommen ihm höchstens noch bei der Reparatur der eigenen landwirtschaftlichen Geräte zustatten. Auch der pferdebespannte Hundspflug stammt aus der elterlichen Werkstatt, soweit nicht der Schmied daran mitgearbeitet hat. Der hölzerne Vorderwagen ist Stellmacherarbeit. Das vielseitig verwendbare Ackergerät, mit dem in diesem Frühjahr die Saatkartoffeln eingepflügt wurden, ist jetzt für die Kartoffelernte umgerüstet. Mit der Stellschraube im Galgen des Vorderpflugs wird der Pflugbaum oder Grindel in seiner Lage auf dem Galgenkissen überprüft. Sie bestimmt den Tiefgang des Pflugkörpers im Erdreich. Hinten auf der Pflugsohle ist der Rodewessel festgekeilt. Seine langen, fingerartig gespreizten Ansätze weisen schräg aufwärts und enden unten in einem spitz zulaufenden, gewölbten Schuh. Hiermit wurden alle zum Pflügen erforderlichen Einrichtungen ersetzt. Vor allem Sech und Rester, die die Scholle aufreißen, zur Seite schieben und wenden. Der Rodewessel arbeitet wie ein Wühlpflug. Er hebt die Erde vom Grund, bricht sie feinkrümelig auseinander und streift sie seitlich ab, ohne einen Kamm aufzuwerfen. Die Furchenbreite ist nicht die gleiche wie beim Einpflügen. Daher werden nun nacheinander Blindfurche und Setzfurche erfasst. Bei der Rückfuhr wird das Rodegerät nun in einer Kartoffelreihe eingesetzt. Wenn trockene Kartoffelstrünke am Hinterpflug hängen bleiben, müssen sie entfernt werden, weil sie die Erde aufstauen, sodass die Kartoffeln nicht an die Oberfläche gelangen. Beim Kartoffelauspflügen wird der aufgewühlte Furchenbestand vom gebauten Feld abgehoben und hangwärts ausgebreitet, wobei er sich flach verteilt. Dabei werden die Erdäpfel freigelegt. Sie lassen sich nun leicht auflesen. Damit die Wege beim Kartoffellesen nicht zu lang werden, hält das Gespann auf der Kuppe, die den Acker in zwei gleiche Hälften teilt. Bei der Kartoffelernte, die viele Hände erfordert, helfen Erwachsene sowie Kinder aus der Verwandtschaft und Nachbarschaft. Soweit sie nicht selber Landwirtschaft betreiben, ist es üblich, ihre Arbeit mit Kartoffeln zu entlohnen.
Die in Körbe eingerafften Kartoffeln werden zur Karre gebracht, die in der Mitte des Feldabschnittes bereitgestellt ist. Wenn die aufgeworfene Fuhr abgelesen ist, führt der Bauer den Pflug zurück zum vorderen Feldrand. Der Rodewessel erfasst dabei wieder eine blinde Zwischenfurche, die zwei Kartoffelreihen trennt. Aus der vorigen Reihe können dabei noch Knollen freigelegt werden. Beim Ansetzen des Pfluges am Anfang einer neuen Erntefurche kommt es darauf an, die Wesselspitze so tief einzuführen, dass die Strünke mit allen Wurzeln erfasst und ausgehoben werden können. Wie bei der Feldbestellung geht das Zugtier oberhalb der Furche. Während sich der Pflugwagen mit einem Rad in ihr bewegt, und zwar mit demjenigen auf der Streichseite. Der Bauer an der Sterze hinter dem Pflug führt das Pferd an der langen Leine und sorgt für den geraden Richtungsverlauf. Auf diese Weise ist es möglich, die Pflanzreihe voll auszuroden. Der Pflugkörper verschwindet beim Kartoffelausroden bis zum oberen Ansatz im Erdreich. Selbst ein pflugfestes Pferd hat Mühe, den Rodewessel ohne Halt durch die Reihen zu ziehen, vor allem wenn diese in welligem Gelände ansteigen, wie hier. Die Kartoffelernte zieht sich in Biesenbach in der Regel über eine Woche hin. Sie fällt in die Zeit, in der auch die Zwetschgen reifen. So ist es üblich, die Helfer nachmittags auf dem Feld mit Kaffee und Zwetschgenkuchen zu beköstigen. Wenn die Karre mit 15 bis 20 Zentner vollgeschüttet ist, muss sie zum Ausleeren heimgefahren werden. Zur Karrenanspannung gehören Sattel, Bauchgurt und Hintergeschirr, die am Pflug nicht gebraucht werden. Lediglich Hamen und Kopfstück sind die gleichen. Wenn die Stütze beseitigt ist, ruhen die Karrenholme in den Schultergurten. Die Zugketten werden wie am Pflug in die Hamenhaken eingehängt. Mit dem Riemen, der die beiden Holme verbindet, wird die Anspannung vervollständigt. Auf ebener Straße lässt sich die Karre mit ihren großen Rädern leicht bewegen. Da sie keine Bremse besitzt, muss sie auf abfallender Strecke durch das Pferd zurückgehalten werden.
Die geernteten Kartoffeln gelangen auf dem Hof nicht gleich in den Vorratskeller, weil sie zunächst abtrocknen und dann für die verschiedenen Verwendungen sortiert werden sollen. Sie werden zunächst in einem luftigen Schuppen abgekippt. Das Fuhrwerk, das man früher für alle Transporte und mit entsprechenden Aufbauten für alle Erntefuhren einsetzte, dient heute nur noch zum Einbringen der Kartoffelernte. Der vierseitig geschlossene Kasten eignet sich hierfür besonders gut. Wenn das Kartoffelausmachen gut vonstatten geht, kann die Karre am Tag zweimal gefüllt werden. Um das Zugtier wieder vor den Pflug zu spannen, nimmt der Bauer das Karrengeschirr ab, das er säuberlich auf einen Karrenbaum hängt. Inzwischen haben die Helfer die zuletzt aufgefahrene Fuhr abgelesen. Damit die Arbeit keinen Aufenthalt erfährt, muss der zum Erntegerät umgerüstete Hundspflug bald wieder zum Einsatz kommen. Bei günstigem Wetter ist man bestrebt, die Zeit so gut wie möglich zu nutzen, um den Ertrag möglichst trocken und ohne Schmutz einzubringen. Wenn die Kartoffelernte geborgen ist, müssen als letzte Feldfrüchte des Jahres noch die Futterrüben ausgemacht werden. Danach beginnt die Winterbestellung, mit der das bäuerliche Jahr schließt. Hierfür wird der Hundspflug wieder mit Reste und Sech zum Bearbeiten des Ackers hergerichtet. Ende Oktober, wenn alle Felder abgeräumt sind, bleibt Zeit für die Arbeiten auf dem Hof. Im Schuppen neben der stillgelegten Stellmacherwerkstatt hat man mit der Versorgung der Kartoffelernte begonnen. Während des milden Herbstwetters konnten die Futterrüben schnell eingefahren werden. Die im Schuppen untergebrachten Kartoffeln sind so weit abgetrocknet, dass die anhaftende Erde fast von selbst abfällt. Sie müssen nun für die verschiedenen Verwendungszwecke sortiert werden. Dabei helfen alle Familienmitglieder. Ein Teil wird für den Verkauf abgesackt, ebenso für den eigenen häuslichen Bedarf, der als Vorrat in den Keller kommen soll. Jedes zweite Jahr wählt man auch die schönsten, gleichmäßig gerundeten Knollen als Setzkartoffeln für die nächste Saat aus. Da im nächsten Jahr neues Pflanzgut gekauft werden muss, man kann die eigene Ernte hierfür ohne Ertragseinbuße nur einmal verwenden, braucht man diesmal hierauf keine Rücksicht zu nehmen. Vor allem muss der Teil ausgesondert werden, der als Viehfutter gebraucht wird. In der Regel sind dies die zu klein geratenen, beschädigten oder angefaulten Früchte.
Am Eingang des Schuppens hat man die Sortiermaschine so aufgestellt, dass der Bauer die Kartoffeln mit der Gabel leicht aufschütten kann. In der seitlich aufgestellten Bütte werden die Schweinekartoffeln aufgefangen, die unten aus der Maschine herausfallen. Da der Keller nicht Platz genug bietet, lagert man sie in einem frostsicheren Raum der alten Werkstatt. Die Säcke stehen zur Aufnahme der dickeren Knollen bereit, die die Sortiermaschine glatt durchlaufen haben. Beim Aufschaufeln der Kartoffeln mit der Gabel fallen Staub und trockene Erde nach unten durch. Was an Schmutz anhaften bleibt, wird größtenteils durch die Rüttelbewegung in der Sortiermaschine abgerieben und entfernt. Der Siebkasten wird von den beiden Frauen bedient. Die Jüngere hält mit der Kurbel die Rüttelbewegung in Gang. Die Ältere sitzt vor dem Auslauf der abwärts geneigten Siebbahn, um die hinabrollenden Knollen in einem Korb aufzufangen. Dabei hilft das Kind, indem es die Kartoffeln weiterschiebt, die in den gekreuzten Eisenstäben hängen bleiben. Hier fallen die kleineren Knollen durch, die in einem quergeführten Gang aufgefangen und in die Bütte gelenkt werden. Sämtliche Böden des Rüttelkastens sind als Sieb ausgebildet, sodass die sich abreibende Erde zu Boden fallen kann. Die Maschenweite entspricht der für die Kartoffeln getroffenen Größeneinteilung. Die Maschine kann so zugleich die Reinigung und die Sortierung besorgen. Was oben ungesondert durchläuft, muss allerdings von Hand ausgelesen werden. Bei dieser Größenklasse, die die beste Qualität ergibt, kann man die beschädigten oder faulen Knollen nur so absondern. Hierfür steht am Boden ein eigener Korb bereit. Wenn Saatkartoffeln benötigt werden, wobei es auf Gleichförmigkeit in mittlerer Größe ankommt, wählt man sie auf ähnliche Weise aus. Bei einem durchschnittlichen Ertrag von 30 bis 40 Zentnern kommen in der Regel 15 Zentner zum Verkauf. Der Bedarf im eigenen Haushalt beträgt etwa 10 Zentner. Der Rest ist für den Viehstall bestimmt, wobei man selbstverständlich auch die Schalen der Esskartoffeln verfüttert. Die verhältnismäßig kleine Ackerfläche bietet keine Möglichkeit zum Anbau von reich ertragenden Futtersorten. Seit Jahren werden nur bessere Speisekartoffeln angepflanzt, die auch beim Verkauf einen guten Preis erzielen. Die äußerst sinnvoll arbeitende Kartoffelreinigungs- und Sortiermaschine ist ein Erzeugnis aus der elterlichen Stellmacherwerkstatt. Die Anregung für die Konstruktion stammt vielleicht aus der Landmaschinenindustrie, die ähnliche, meist aus Eisenblech gefertigte Apparate um 1910 auf den Markt brachte.
Mit dem Rüttelmechanismus, den hölzernen Blattfedern, den Gelenkführungen, den Transmissionen und dem ganzen Zusammenspiel der ineinandergreifenden Teile wurde so viel mechanisches Können verwirklicht, dass man durchaus von einer eigenständigen Leistung sprechen kann. Hinzu kommt, dass sich die Maschine, die noch nie ihren Dienst versagt hat, ohne besondere Anstrengung bedienen lässt. Seit langem gibt es wirkungsvollere, motorgetriebene Anlagen dieser Art, die bei viel höherer Leistung noch mehr Größenklassen aussortieren und weniger Personal erfordern. Bei der geringen Bedeutung der Feldwirtschaft würde sich eine Umstellung auf moderne Techniken nicht lohnen. Was hier wie konservative Überlieferungstreue aussieht, ist möglicherweise in erster Linie nichts anderes als klares Nützlichkeitsdenken. Der Rüttelkasten wird hier noch weiterhin ausreichen, die Kartoffelerträge zu sortieren und für den Verbrauch aufzubereiten. Aus dem gleichen Grund haben auf diesem Hof auch der Hundspflug und die alte Art der Anspannung eine Zukunft. Es wird allerdings darauf ankommen, für das pflugfeste Zugpferd bei Zeiten einen geeigneten Ersatz zu finden. Sonst kann es geschehen, dass die alten Formen bald auch hier preisgegeben werden müssen. Da die Anschaffung aufwendiger moderner Geräte kaum in Frage kommt, würden sicherlich dann die Nachbarn in Biesenbach einspringen, um mit ihren Traktoren und Maschinen bei der Bestellung der 4 Morgen Ackerland zu helfen, wie sie das bisher in besonderen Fällen auch schon getan haben.